Puh, Leute, das ist krass. Google hat einen kleinen Tweet gedroppt, genauer gesagt, Paige Bailey hat einen kleinen Tweet gedroppt vom Team DeepMind mit der Aussage, dass sie gerade neu erfinden, wie Software entwickelt wird und was es überhaupt bedeutet, Software zu entwickeln. Wie wir alle wissen, finden ja alle bahnbrechenden Errungenschaften auf Twitter ihren Anfang. Moment, halt, das war Reddit. Nein, warte, 4chan. Naja. Ich möchte auf jeden Fall euch ein wenig da hinführen, denn Google ist ja jetzt nicht gerade ein Underdog für KI oder für Softwareentwicklung. Die wissen schon, was sie tun. Kurzer Hintergrund. DeepMind ist Googles KI-Abteilung, zumindest eine davon, und hat in jüngster Vergangenheit vor allem mit Reinforcement Learning experimentiert. Einer Technik, die besonders für das Lernen von eigentlich Spielen erfolgreich ist bzw. war. Damit haben sie aber vor kurzem auch einen neuen Sortieralgorithmus in Assembly entworfen, der Sortieren schneller macht. Das ist deshalb so besonders, weil Sortieren eigentlich der Benchmark der Algorithmentechnik für viele ist. Sortieralgorithmen sind krank gut optimiert und DeepMind hat das noch verbessert. Mein Video dazu findet ihr in den Quellen. Gut. Aber das ist jetzt nicht gerade die neue Art von Software entwickeln. Wir bauen nicht den ganzen Tag Algorithmen in Assembly. Wir brauchen aber trotzdem noch ein kurzes anderes Vorverständnis. BART, also Googles Antwort auf ChatGPT bzw. GPT-4, basiert auf dem Large Language Model PaLM 2. Zumindest aktuell. In naher Zukunft, so Google, kommt die Version raus, die Gemini benutzt. Und Gemini soll GPT-4 um Welten übertreffen, so ihre Aussage. Ich werde das bis hierhin mal unkommentiert lassen, bis ich es wirklich selber gesehen habe, aber vorstellbar ist es natürlich. Ein ganz kurzer Überblick über die Forschung von Google hat Paige Bailey direkt mitgeliefert. Vielen Dank dafür, muss ich nicht selber recherchieren. Wir fangen also an mit HTML verstehen mit Large Language Models. Ich persönlich empfand das Wort verstehen im Titel besonders hoch gegriffen für etwas glorifizierte Statistik in dem Zusammenhang, denn eigentlich spricht man bislang nicht von Verständnis, sondern nur von Reproduzierbarkeit von, in dem Fall, HTML-Code. Die Modelle sind aber laut Google nicht nur in der Lage, HTML-Code zu generieren, sondern auch in der Lage, ihn zu vervollständigen und zu reparieren, was, so Google, auf die Fähigkeit hinweist, dass das LLM, und ich zitiere, die Struktur und Semantik von HTML versteht. In einem anderen Paper namens Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks wird eine Methode untersucht, die Code aus natürlicher Sprache generiert, wie eigentlich immer, und zwar in interaktiven Data Science Notebooks. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Google Colab kennt, aber da kann man das genau machen. Da kann man beispielsweise Python-Code reinschreiben, der wird dann schrittweise ausgeführt und ich kann das auch mit euch zum Beispiel teilen. Das mag ganz gut sein, verleitet aber häufig dazu, sich überhaupt nicht mehr selber mit einer Thematik zu befassen, wenn man ein passendes Colab gefunden hat. Das wird jetzt aber natürlich wieder sehr, sehr spannend, wenn wir interaktiv nachfragen können, oder die KI das tut, was eigentlich das Ziel ist, was getan werden soll und wenn man damit zum Beispiel ein gutes Ergebnis erzielen kann, wird einfach Python-Code generiert, der genau das immer tut. Okay, Large Sequence Models for Software Development Activities ist ein weiterer Artikel, der sich auf eben LLMs für Softwareentwicklung konzentriert. Hier werden Code-Vervollständigung, Debugging und oder Reviews untersucht. Weitere Paper untersuchen die Code-Vervollständigung und damit verbundene Effizienz von Programmierern oder wie Code als Richtlinie für LLMs benutzt werden kann, um weitere Aufgaben auszuführen. Es gab auch ein Paper darüber, wie LLMs davon lernen können, wenn wir sie programmieren lassen. Also beispielsweise, ich lasse mir eine Funktion schreiben, die ist okayisch, aber ich verbessere sie dann. Dann lernt das LLM, wie meine Verbesserung diese Methode oder Funktion besser macht. Und zu guter Letzt hat Google vor kurzem Baldur vorgestellt. Baldur ist einfach so in der Lage, ein komplettes mathematisches Theorem vollständig zu beweisen. Also ein Beispiel. Ich sag, RSA ist sicher unter diesen Voraussetzungen und Baldur beweist mir formal, dass das so ist oder halt eben nicht. Dann weiß ich, dass meine Aussage stimmt oder sie halt falsch ist. Das finde ich persönlich am beeindruckendsten, aber schreibt mir mal, was euch von diesen Papern am meisten fasziniert hat. Vielleicht stelle ich dann tatsächlich nochmal eins extra vor davon. So, das zur Forschung. Jetzt fasse ich mal ganz kurz zusammen. Google forscht nicht nur aktiv, sondern wirklich aggressiv daran, dass Code generiert, vervollständigt, korrigiert
und sogar bewiesen richtige Ausgaben liefert. Packt man das alles zusammen und bedenkt, dass dann Gemini vielleicht noch dazukommt, das besser sein soll als GPT-4 für Code insgesamt, kommt man auf folgenden Gedanken. Hey Bart, bau mir bitte Pac-Man-Code. Dann passiert das, was mit AutoGPT und Mini-AGI und so weiter passiert. Es werden Agenten entwickelt, die erstmal alles aufbauen, dann sich selbst reviewen, sich selbst korrigieren, sich selbst beweisen, dass das funktioniert, Tests schreiben, das Ganze ausführen, dann nochmal testen und dann deployen und im Live-Zustand dann auch nochmal was testen. Ich glaube, man muss jetzt kein Genie sein, um zu sehen, was Google hier eigentlich vorhat. Diese ganzen Dinger funktionieren so noch nicht, aber wir sind auch erst am Anfang und auch ich nutze mittlerweile KI, um meinen Code jedes Mal zu reviewen, sofern ich ihn nicht super streng geheim halten muss. So werden Fehler halt einfach sehr viel schneller und unfassbar zuverlässig gefunden. Besser als ich das teilweise kann. Aber hey, Google hat ja das Motto Don't be evil, also alles gut. Oh. Okay, diese Ergebnisse baut Google schon jetzt in ihre Produkte ein und das ist irgendwie ziemlich beeindruckend. Die haben bei diesen Themen momentan eine Geschwindigkeit, die ist nicht von dieser Welt. Google hat neue KI-Coding-Funktionen in Google Colab eingeführt, die auf der Kodi-Technologie basieren. Ihr versteht, weil Kodi, das von OpenAI, heißt ja Codex, ja? Naja. Diese Funktionen umfassen Code-Vervollständigung, Code-Generierung und Code-Übersetzung. Kodi kann Entwicklern helfen, Code zu schreiben, indem es eben Vorschläge basierend auf dem Kontext des aktuellen Codes macht. Darüber hinaus kann Kodi natürlich auch Code generieren, durch natürliche Sprache. Klar. Das bedeutet aber, dass Entwickler einfach beschreiben können, was sie erreichen wollen und Kodi wird den dementsprechenden Code generieren. Direkt in Colab. Schließlich kann Kodi auch Code von einer Programmiersprache in eine andere übersetzen, was besonders nützlich für Entwickler ist, die zum Beispiel mit mehreren Sprachen arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt meine Python-Let's-Codes in C++ umwandeln, was tatsächlich für deren Performance richtig, richtig gut wäre. Wow! Google Cloud hat außerdem Duet AI vorgestellt, ein AI-driven Tool, das Entwicklern von Cloud-Nutzern und generativer KI hilft. Duet AI kann Entwicklern Echtzeit-Code-Vorschläge, Chat-Hilfe und unternehmensspezifische Anpassungen bieten. Was das genau heißt, dürft ihr selber herausfinden. Duet AI verwendet auch noch Kodi, also die Familie von Code-Modellen, die eben auf PaLM 2 basieren und, ne? Gemini kommt bald. Mit Duet AI können Entwickler also auch Code generieren, indem sie Funktionen, die sie im Kopf haben, als Kommentar oder Funktionsnamen schreiben und die werden dann eben von Duet AI als eine Art Referenzimplementierung generiert, die man dann als Entwickler überprüfen und modifizieren muss bzw. kann. Also quasi genauso wie Copilot das tut, nur vermutlich ein bisschen zuverlässiger und besser. Keine Ahnung, wie es mit Copilot X-Layer funktioniert, ich stehe immer noch auf der Warteliste. Naja, Duet AI bietet auch intelligente und kontextbewusste Code-Vervollständigung, um natürlich die Zeit, die wir zum Coden brauchen, einfach zu reduzieren und die Qualität des geschriebenen Codes insgesamt auch zu verbessern. Wie gesagt, das ist ja quasi Pair-Programming, nur eben mit einer AI. Gut, dann gibt's auch noch den Android Studio Bot. Der ist in der Beta und ich glaube momentan nur in America verfügbar. Und ebenfalls ein KI-gesteuerter Coding Assistant, aber eben für Android-Entwicklung und ins Android Studio integriert. Das kann es wiederum Android-Entwicklern erleichtern, Code zu generieren, weil das Ding kann das, relevante Ressourcen zu finden, Best Practices zu lernen und so weiter und so fort. Ihr kennt den Spaß mittlerweile. StudioBot ist allerdings ein sehr frühes Experiment und kann manchmal, wie die ganzen anderen Dinge, irreführende oder falsche Informationen, Zitat Ende, liefern. Es bietet jedoch die Möglichkeit, Code zu schreiben und vor allem auch Testfälle automatisch zu erstellen oder APIs zu aktualisieren. Der StudioBot ist aber derzeit sogar noch kostenlos verfügbar bzw. zum Ausprobieren verfügbar, allerdings nur in den USA, wie gesagt. Okay, also bisher, Google macht das, was Microsoft eigentlich schon eine ganze Weile macht. Überall AI reinklatschen. Und naja, viele Entwicklungstools sind halt von Google oder von Microsoft, nicht wahr, ihr VS-Code-Nutzer? Aber hey, AI-powered wird halt jetzt einfach schon Slogan of the Year, das wissen wir alle schon.
Aber auch Richtung Cloud ist einiges passiert. Firebase, eine von Google unterstützte und wirklich weit verbreitete App-Entwicklungsplattform, bietet mittlerweile mehrere Erweiterungen, um eben die Palm API für die Erstellung von Anwendungen mit natürlicher Sprache zu nutzen. Diese Erweiterungen, also diese Palm API Anbindung, sind im Endeffekt vorgefertigte Lösungen, die es dann Entwicklern ermöglichen, möglichst schnell die Funktionen von Palm bzw. Bard bei ihnen in die Apps zu implementieren. Dazu gehört die Summarize Text Erweiterung, die, wie der Name vielleicht andeutet, KI-gesteuerte Zusammenfassung generiert von Text. Dann gibt es noch die Chatbot with Palm API Erweiterung, die Gespräche vielleicht ermöglicht, wie der Name vielleicht vorschlägt. Und die Call Palm API Securely Erweiterung, die einige sichere API Endpunkte bietet. Und die Language Tasks with Palm API Erweiterung, die verschiedene textbasierte Aufgaben wie Übersetzung, Klassifizierung, Zusammenfassung, Named Entity Recognition und kreatives Textgenerieren ermöglicht. Das heißt, Entwickler können jetzt Palm direkt einbauen in die App und alles entweder für den User direkt bauen lassen oder sich halt einfach bauen und dem User anbieten. Gut, wo wir aber gerade bei APIs sind. Vertex AI, auch von Google Cloud, bietet eine Reihe von Modellen, die mit Code arbeiten, bekannt als die Vertex AI Kodi APIs. Die umfassen natürlich die Code-Generierungs-API, die Code eben basierend auf einer natürlichen Sprachbeschreibung des gewünschten Codes generiert. Die Code-Chat-API, mit der ihr quasi einen Chatbot habt, der bei codebezogenen Fragen hilft. Und die Code-Vervollständigungs-API, die Code-Auto-Vervollständigungsvorschläge beim Schreiben von Code bietet. Die Kodi-APIs unterstützen insgesamt mehr als 20 Programmiersprachen, darunter auch sowas wie Python natürlich, C++, Go, Java, TypeScript und so weiter und so fort. Aber eben auch einige Infrastructure-as-Code-Services, wie eben Google Cloud CLI, Kubernetes und auch Terraform. Und klar, man kann auch ChatGPT fragen, aber deren API ist halt relativ teuer. Ja, und dann gibt's da noch Bard. Bard, das offiziell als Experiment von Google klassifiziert wurde, das eben die Zusammenarbeit mit generativer KI ermöglicht, hat jetzt das offizielle Update bekommen, um Menschen bei Programmierung bzw. Softwareentwicklung zu unterstützen. Bard kann jetzt Code generieren, Code debuggen und Code erklären. Diese Fähigkeiten wurden mittlerweile in mehr als 20 Sprachen eingeführt, eben dieselben, die wir auch gerade gehört haben. Bard kann auch beim Schreiben von Funktionen für Google Sheets sogar helfen. Ah, und außerdem kann Bard eben, wie gesagt, Code-Snippets erklären, was besonders hilfreich ist, wenn mal wieder ein Kollege von euch ein unleserliches Stück Murks produziert hat. Bard kann aber auch beim Debuggen von Code helfen und sogar das bei Code, den Bard selber geschrieben hat. Und ja, ich habe ausprobiert, ihr könnt Code von ChatGPT schreiben lassen und Bard eine Review machen lassen. Irgendwie ein bisschen pervers, aber ich mag es, wenn das eine LLM das andere disst. Naja, trotz einiger Herausforderungen mit Bard glaubt Google daran, dass die neuen Fähigkeiten von Bard neue Wege zum Schreiben von Code, zum Erstellen von Testfällen und zum Aktualisieren von APIs bieten können. Wo stehen wir also? Naja, was ist diese neu erfundene Softwareentwicklung, von der Google die ganze Zeit spricht? Es scheint immer mehr in die Richtung zu gehen, dass Code selbst schreiben wegabstrahiert wird. Jetzt vielleicht noch nicht komplett, dazu fehlen einfach die Tools und die Umgebung und die Zuverlässigkeit, aber wie es scheint in naher Zukunft. Dann heißt es noch, debuggen dürft ihr noch selbst und die Fehler finden, die die KI nicht gefunden hat. Also der besonders spaßige Teil. Das kann aber natürlich unsere Arbeit auch massiv beschleunigen und dann bleibt endlich mehr Zeit für die 42 Meetings, die Marketing und HR mit euch seit einem Monat ausmachen wollten. Endlich also wieder Zeit für die wichtigen Dinge. So, und irgendwie hat sich dieses Video jetzt angefühlt wie ein Format, das ich schon seit sehr langem im Kopf habe. Für die alten Hasen, die schon alles können und denen ich gar nichts mehr mit Tutorials beibringen kann. Eine Art IT-Trends für Entwickler, eine Art Developer-Trends oder Dev-Trends. Was meint ihr? Wie gefällt euch sowas? Beziehungsweise, wenn ihr hier hinten angekommen seid, vermutlich nicht allzu schlecht. Aber ich werde es an den Aufrufen sehen. Küsschen, liebe Hexen und Hexers, bis zum nächsten Mal.